Okay, pass auf, ihr merkt schon, ich versuche irgendwie Zeit zu schinden. Wir machen weiter. Guten Tag. Oha. Was? Ach so. Ich gucke hier gerade mal kurz ein bisschen zu, ja? Also, man merkt auf jeden Fall schon, der liebt seinen Job. Der liebt seinen Job einfach und der weiß ganz genau, was er da tut. Das ist einer der besten Köche hier im Lande. Guckt euch das mal an. So kann nur ein gelernter Koch Würstchen in einen Topf reinwerfen. Merkt euch das, liebe Kinder. Oh, der kann uns ja hören. Was? Nein, ich bin hier nicht. Aber er kann sich nicht bücken, weil er zu fett ist. Lappen. Ja, Mensch, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Oh, ich würde ja gerne mal wissen, was passiert eigentlich, wenn wir da jetzt den Schrank hochklettern? Also nicht den Schrank, sondern hier Dingens, den Herd, und dann ins Wasser reinspringen. Das würde mich ja auch mal interessieren, ne? Ich würde ja ganz gerne wirklich jede Todessequenz mitnehmen, ne? Würde ich wirklich ganz gerne machen. Ich habe nur keine Ahnung, kommen wir da hoch? Ich würde es mega gerne ausprobieren, warte mal. Tut mir leid, das muss einfach sein. Ich will das wirklich sehen. Für Klicks und mehr Likes. Nee, hier kommen wir, glaube ich, leider nicht hoch. Schade. Wäre cool gewesen. Oh, er ist da hinten. Was macht er da? Oh, warte, 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 warte. Alter, zum Glück ist er so langsam. Ich bin ihn nicht. Die ist von alleine zugegangen. Ich war das nicht. Tut mir leid, ich bewege hier die ganze Zeit immer den Stick hin und her und gucke mich hier die ganze Zeit immer so um. Das nervt, glaube ich, ein bisschen. Ich lasse das mal. Dann ist ein Zäpfchen. Und der kann da einfach rumstehen. Das interessiert den Koch nicht. Nö. Warum fressen sie eigentlich nicht die Dinger? Warum uns? Hat er das gehört? Nee, hat er nicht gehört. Bleib mal kurz hier. Aber ich glaube, der kann sich wirklich nicht bücken. Der kriegt uns nur, wenn wir hier irgendwie in freier Wildbahn sozusagen rumlaufen. Und nicht gerade unterm Tisch sind. Was? Nein, ich bin hier nicht. Fettsack. Fettsack. Na, Tanzverbot, was los? Kommst du nicht ran? Zu viel Eistee getrunken oder was? Mensch, er sieht uns ja. Warte mal. ich bin nicht da. Nee, wo ist sie denn? Mann, ich geh jetzt mal hier hin. Ich bin bestimmt hier lang gelaufen. Einmal Backofen hier aufmachen. Ja, ist drin? Nee. Hier ist die doch bestimmt. Hier unterm Tisch irgendwo. Oder im Kamin. Oder sie hat sich bestimmt im Fisch versteckt. Oh, meine fette Wampe. Oh. Ah, das tut im Kreuz weh. Was? 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 Hat er gerade wirklich mit seinen Händen Salz gestreut? Was macht er mit dem Fisch? Er versucht den Fisch zu beglücken. Ich habe die Situation erkannt. Es ist seine Frau. Der hat ziemlich was mit dem Atem, ne? Ich lasse dich und deine Freunde mal alleine, ne? Nein! Schloss! Warum ist hier ein Schloss, Mann? Warum ist hier ein Schloss? Achso, der geht nur in den Schrank. Okay, dann ist ja gut. Ah, jetzt hat er den Salzstreuer in der Hand. Ah, der ist bestimmt rausgebackt, als er uns gesehen hatte.
Stimmt, das kann natürlich sein. Ich würde sagen, wir klettern hier mal hoch. Wir müssen uns jetzt natürlich auf die Suche nach dem Schlüssel begeben. So, einmal. Yes. Ganz vorsichtig rüber balanciert. So. Oh Gott. Was ist das jetzt dein Ernst? Soll ich hier gerade wirklich... Holla die Waldfee, ich habe keinen Bock jetzt hier runterzufallen. Oh, wir können jetzt voll in den Topf reinspringen, ey. Voll geil. Erstmal schön baden, weißt du? Schön warmes Wasser. Und danach wird uns dann sanft die Haut abgezogen. Vom fetten Koch. So. Hier nochmal die ganzen Fische. Ich frage mich ja gerade echt, ne? Warum hängen hier überall die ganzen Fische? Was ist das denn? Ganz rechts, was ist das da für ein riesiger Fisch, Alter? Ist das ein Hai? Das ist kein Hai. Das ist auf jeden Fall fischiger. Es sieht fischiger aus. Aber hat irgendwie so ein Hai-Maul, Alter. Wie kommen die denn da ran? Das frage ich mich ja. Was? Ah, sowas habe ich schon mal gesehen. Das nennt man auch Pärchenklo. Das ist für verliebte Pärchen, ja. Also wenn du zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund hast oder einen Freund als Freund mit Freund befreundet, ihr wisst, was ich meine, du willst ja mit deinem Partner möglichst vieles gemeinsam machen, ne? Und zum Beispiel auch aufs Klo gehen, das gehört natürlich auch dazu. Und dann bietet sich so eine Toilette perfekt an, ja. Da kannst du mit deinem Partner, also ihr müsst euch dann natürlich ein bisschen absprechen, wann ihr kacken geht. Und dann könnt ihr zu zweit aufs Klo gehen und schiffen. Könnt ihr ein bisschen Händchen halten, euch gegenseitig beim Drücken ein bisschen motivieren und so. Ist ganz cool. Ist ganz cool. Eignet sich natürlich auch für ein bisschen breitere Menschen. Ich werde mir so ein Teil auch einbauen. Problem ist nur, ich habe keine Freundin. Ich bin so einsam. Oh, 18-jähriger Junge, der im Internet Aufmerksamkeit sucht, sucht. Kleine Pussy zum Kuscheln für romantische Abenden. Oh, warte, eins will ich mal ganz kurz gucken. Guck mal, hier die Seife. Ist das jetzt so schlau, die Seife hier aufzuheben? Ich habe ein bisschen Angst. Okay, beim letzten Mal ist es etwas qualvoller und schmerzhafter geendet bei mir. So, guck mal, wie die rutscht. Voll geil. Sag mal, pissen die hier daneben? Ey, die pissen hier ja immer daneben, oder was ist das? Hier läuft ja so eine fette Suppe in den Abfluss. Alter, wie ekelhaft. Hier, nimm Klopapier. Vierlagig. Aber warum so ein Double-Klo? Das verstehe ich nicht. Übrigens hinterlassen wir auch die ganze Zeit so Fußspuren, wollte ich mal kurz anmerken. Ich höre etwas atmen. Hört ihr? Hört ihr? Es ist Darth Vader LP. In den meisten Fällen findet man sowas auch in einer PS4-Party vor. Es sind meistens 10-jährige Kinder mit einem Kaugummi-Automaten-Headset, die das Mikro gerne mal in den Mund nehmen. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Ist das... Das ist auch ein Koch, ne? Ich kann ja mal Licht anmachen, warte mal. Wir haben ja hier so eine tolle mobile Lampe dabei. Ist das der Bruder? Deswegen vielleicht auch das Double Clue? Könnte möglich sein. Ach, guck mal, da hängt der Schlüssel. Warte mal. So. Was? Geht er jetzt scheißen? Ich habe Angst. Ich glaube, er ist weg. Ja, super gemacht, Tobi. Das zeugt von wahrer Intelligenz. Spring doch einfach mal den Schrank runter, der gefühlt 10 Meter hoch ist. Das ist jedes Mal etwas sehr Intelligentes. Kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal vom Schrank hüpfen.
Ja, super, genau. Und wir wachen mitten in der Pisse auf, Alter. Besser kann's echt nicht laufen. Alter. Was hier los? Was hier los, Alter? Und ich will... Komm her, du kleines Zipfchen, Alter. Ich will dich knuddeln. Lass dich knuddeln. Ich versuche jetzt mal die Tür ein bisschen vorsichtiger aufzumachen. Sie geht komplett auf. Das ist ja super. Was ist das hier? Achso, das sind, glaube ich, Schuhe. Ich will mich auch mal ein bisschen umsehen. Ja, ist ja gut, Darth Vader. So, pass mal auf, ich würde sagen, wir klettern hier nochmal den Schrank hoch und er wacht schon wieder auf. Nee, ich bin nicht da. Ich will sehen, wo der hingeht. Warte mal, kann ich hier? Ich kann wieder runterklettern, okay. Wie mache ich das jetzt? Warte mal. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht zurückkommt. Komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch, alles klar, warte. Und hier ist der Schlüssel. Könnte jetzt ein wenig laut werden. Boing. Ich verstecke mich ja ganz kurz. Okay, ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er kommt nicht wieder. Pass auf, dann nehmen wir uns mal eben kurz den Schlüssel. Und gehen mal zurück zur Tür. Ja, ich wollte eigentlich... ich wollte gerade so aus Reaktion hier rüberspringen. Ich habe keine Ahnung warum und habe den Schlüssel geworfen. Das ist schlau. Ist schlau. Ich habe eine Tür gehört. Hallo? Ist jemand zu Hause? Oder ist er hier reingegangen? Auf dem Klo ist er nicht. Aber ganz ehrlich, da würde ich auch nicht raufgehen. Also ganz so unhygienisch wie das ist. Nee, lass mal lieber. Oh, warte. Stopp. Bevor wir hier jetzt irgendetwas machen, wie komme ich da oben an die Kerze ran? Das sind ja, ich glaube, die Kerzen waren ja sammelbare Dinge. Ah, guck mal. Das waren ja, glaube ich, sammelbare Dinge gewesen. Soweit ich weiß. Also auf jeden Fall speichert er dann was. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas Sammelbares ist, wie diese komischen Porzellanpuppen, aber ich mache es einfach mal. Ich nehme es einfach mal mit. Aber müssen wir hier durch? Das kann wieder schön laut werden, Leute. Warte mal, ich lege den Schlüssel mal kurz ab und jetzt... Nein, du sollst... So. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht um die Ecke. Will knuddeln. Warte mal. Oh, guck mal, wie süß. Hallo, kleiner Freund. Ah, der ist da drin. Den haben sie eingesperrt, was? Was? Ich hoffe, der hört das nicht, ne? Doch, er hat's gehört. Nein. Ich bin hier nicht, habe ich gesagt. Oh, der hat auch voll den Machtmove drauf. Habt ihr gesehen? Das sind alles Jedis. Das sind alles Jedis, Alter. Die drehen hier bestimmt den nächsten Star Wars. Bin mir sicher. Was? Hat er uns schon wieder gesehen? Wie geht das? Ich verstecke mich mal hier drunter. Warte. Sei nicht so laut, du Kleiner. Ich hole dich da gleich raus. Aber halt erstmal die Schnauze. Oder macht er das Teil jetzt vielleicht kaputt? Ich will ihn da aber rausholen. Er guckt dahin. Er guckt dahin. Aber er macht nichts. Mit seinem Wurstarm, Alter. Voll widerlich. Warte mal. Jetzt kann ich. Wie kann ich den da rausholen? Wie mache ich das? Oder geht das nicht?
Entschuldigung, wenn ich mir jetzt hier gerade dafür so ein bisschen Zeit lasse, aber ich will hier wirklich so viel wie möglich vom Spiel mitnehmen. Hallo. Ja, geil. Geschafft. So, warte, ich verstecke mich nochmal. Ja, du hast einen ganz tollen Finger. Der zeigt da sogar hin, finde ich voll cool. Der warnt uns. Und dafür interessiert er sich einfach nicht. Das ist dem total egal, wenn da so ein Zwerg hier rumsteht. Das macht er nicht. Wie er sich auch die ganze Zeit verarschen lässt. Ne? Komm. Geil, Alter. Geil. Immer raus mit der Scheiße. Das kannst du in deine Suppe mit reinmachen. Das würzt das Ganze ein bisschen. Knuddeln, ja. So. Wir machen mal weiter. Wo habe ich jetzt den Schlüssel hingelegt? Hier ist der Schlüssel. So. Also, wo ist denn der Fettsack vom Werk? Das Gute ist ja wirklich, der Typ ist einfach mega langsam und kann sich eben halt auch sehr schlecht bücken. So, pass mal auf, ich... Scheiße, das sehen wir jetzt natürlich nicht, was er da macht, ne? Warte mal, ich habe eine Idee, wenn er da gleich nochmal hingeht, dann gehe ich los. Dann laufe ich da vorne eben schnell lang. Guck mal, jetzt könnten wir... Ja, immer raus damit, Guder. Immer raus damit. Kannst du mich hier mal... Okay, alles klar, er sucht nur noch Fleisch. Das ist gut. Das akzeptiere ich. Und er geht wieder an seinen Arbeitsplatz. Das finde ich super. Dass sie sich aber nicht für diese kleinen Zwerge interessieren, ne? Nee. Achso, ich dachte, er kommt jetzt. Ich beeile mich mal ein wenig.